Wenn man so weit links steht wie unsere Mainstream-Medien, dann ist ja alles, was in der Mitte ist, schon rechtsextrem. Wenn es dann wirklich brennt und der Alarm ausgelöst wird, steht keiner mehr auf. Dann ist die Katastrophe perfekt. Denn wenn das passiert, dann ist der soziale Frieden dahin, weil dann eine ganze Generation von Rentnern in der Altersarmut endet. Und das wird schiefgehen. Ja, es geht nicht um Verteidigung der Demokratie. Es geht um die Unterdrückung der Opposition in ganz klassischer stalinistischer Manier. Diese Leute haben nicht verstanden, dass sie gegen das Volk Politik machen. Ja, sie machen gegen das Volk Politik. Das ist erst der Anfang. Da kommt noch viel mehr. Die Leute werden ihrer Unzufriedenheit mit rechtsstaatlich-demokratischen Mitteln so lange und so heftig Ausdruck verleihen, bis die Täter dieser schlechten Politik aus ihren Ämtern vertrieben sind. Es wird in Kürze einen neuen Kanal geben auf YouTube. Der wird heißen Krall und Bubeck. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zu unserer regelmäßigen Show mit Dr. Markus Krall, und zwar Kralls und Bubecks Sicht auf die Welt. Markus, wir steigen wie immer direkt ein. Ja. Und zwar habe ich wieder ein paar nette Themen rausgesucht. Das allererste Thema, das gibt einen Beitrag, so muss man sagen, in den Mainstream-Medien. Und der lautet, so wie man es hier sieht, AfD im Bundestag beschäftigt mehr als 100 Rechtsextreme. Neonazis und Identitäre, die AfD im Bundestag beschäftigt tatsächlich so viele Mitarbeiter aus dem rechtsextremen Milieu. Markus, ich meine, klar ist, dass die AfD einen rechten Flügel hat, aber ob da jetzt tatsächlich Neonazis drin sind, ich stelle das in Frage. Solange das nicht bewiesen ist, stelle ich das mal auch gewaltig in Frage. Und ich meine, jede Woche fragen wir beide uns, geht uns vielleicht nächste Woche irgendwie der Stoff aus, über den wir uns amüsieren können. Aber die hören ja nicht auf zu liefern. Ja, und das ist wieder mal so ein Paradebeispiel. Da wird einfach eine Behauptung in die Landschaft gestellt, 100 Rechtsextreme. Ja, den Beweis bleibt man natürlich schuldig, weil man ihn auch gar nicht erbringen kann. Denn wenn man versuchen würde, ihn zu erbringen, dann würde wahrscheinlich das Folgende passieren. Man würde feststellen, dass es da vielleicht auch tatsächlich 2, 3 Leute gibt, die mit etwas Geschmack als rechtsextrem eingestuft werden können, vielleicht auch 5. Und dass man dann 95 weitere gefunden hat, die nur nach dem Geschmack linker Redakteure irgendwie rechtsextrem sind. Ja. Weil wenn man so weit links steht wie unsere Mainstream-Medien, dann ist ja alles, was in der Mitte ist, schon rechtsextrem. Und das ist genau das Problem, das wir hier haben. Ja, wird der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem, heißt es ja so schön. Ja, und heute ist ja praktisch jeder rechtsextrem. Also und alles, was sozusagen nicht Mainstream ist, was staatskritisch ist, wird im Grunde genommen sofort mit dem Etikett rechts versehen. Und anschließend kommt noch ein bisschen später das Extrem hintendran. Ja, also ich selbst bin ja ein gutes Beispiel. Ich bin libertär, was mit rechts oder links überhaupt nichts zu tun hat. Aber in den Augen dieser Leute bin ich rechtslibertär. Ja, also noch machen sie nicht rechtsradikal libertär draus, weil das passt irgendwie noch weniger. Also die kognitive Dissonanz, die müssen sie erst noch überwinden. Ja, ja. Aber letzten Endes definieren sie jeden Andersdenkenden zum Rechten oder Rechtsextremen oder Rechtsradikalen. Und ich glaube, dass sie, das ist einfach ein Hobby von den Leuten. Das kann man nicht ernst nehmen. Im Grunde genommen ist dieses ständige Feuerschreien im Kino ist höchst schädlich. Nämlich, wenn dann wirklich mal echte Radikale, egal ob von rechts oder links, irgendwo sind, dann reagieren die Menschen gar nicht mehr darauf, wenn man darauf warnend hinweist. Ja, also es gibt ja tatsächlich Extreme, auch Rechtsextreme, die eine Gefahr für die Demokratie sind. Es gibt auch Linksextreme, die eine Gefahr für die Demokratie sind. Dieses Problem nimmt nur keiner mehr ernst, weil, wie gesagt, ständig im Kino, ohne dass es irgendwo glimmt, Feuer geschrien wird. Ja, wenn es dann wirklich brennt und der Alarm ausgelöst wird, steht keiner mehr auf. Dann ist die Katastrophe perfekt. Das ist das ganze Ergebnis von solcher Politik. Ist auch eine Absicht dahinter, nämlich jeden zu desavouieren, der irgendwie anders denkt. Die haben nur noch nicht mitbekommen, dass die Leute ist im Grunde genommen, ja, es ist ihnen mittlerweile egal, ja. Und ich muss auch sagen, mir selbst ist es auch mittlerweile egal, weil man es ja nicht mehr ernst nehmen kann. So sieht's aus. Wenn man sich mal anguckt, wer das dann recherchiert hat, hier steht's ja drinne. Das zeigen die Recherchen des Bayerischen Rundfunks. Naja, also ich habe im Studium gelernt, ja. Also wenn es nicht eine valide Grundlage für sowas gibt und das ja nicht eine Umfrage von 10 oder 20 Personen oder 1000 Personen, dann stelle ich es grundsätzlich in Frage. Und wenn ich Bayerischen Rundfunk höre, dann gehen bei mir persönlich, ja, alle Warnlichter
an, ja. Ja gut, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowieso, der ist im Prinzip ja komplett entgleist. Der tut ja noch nicht mal mehr so, als würde er seinen Neutralitätsauftrag erfüllen. Es wird ja noch nicht mal mehr vorgetäuscht, dass man es täte. Ja, also noch nicht mal mehr das. Man ist schon so weit im linksgrün ökosozialistischen Milieu angekommen, dass man linksradikal für neutral hält, ja, im ganzen öffentlich-rechtlichen. Und wenn dann mal also sagt, okay, da sind 100 Rechtsradikale, dann muss man ja eigentlich in jedem Einzelfall erstmal den Beweis antreten. In jedem einzelnen Fall. Da bin ich ja mal gespannt, wie das geht. Ja. Genau. Also genau. Wenn es tatsächlich so wäre, ja, dann hätten wir schon längst irgendwelche Probleme gesehen oder dann wäre schon längst irgendwas passiert. Aber wie gesagt, man kann es eigentlich nicht mehr ernst nehmen. Es ist einfach Teil der Kampagne, die schon seit mehreren Monaten sozusagen gegen Andersdenkende läuft, ja. So, nächstes Thema. Und zwar ist das für mich auch mal wieder eine Geschichte, die ich kaum zu glauben vermag. Und zwar die Ampelregierung, ja, die möchte jetzt gegen das große Rentenproblem ankämpfen und möchte die Aktienrente dementsprechend einführen, ja. Bedeutet also, sie wollen bis Mitte der 30er Jahre so einen Kapitalstock von ungefähr 200 Milliarden Euro aufgebaut werden. Und das Ganze dann in Form einer Aktienrente umgesetzt werden. Halte ich persönlich für prinzipiell gut. Ich bin nur der Meinung, es kommt deutlich zu spät. Und mich würde mal deine Meinung dazu wirklich interessieren. Was sagst du dazu? Wie denkst du darüber? Also grundsätzlich ist natürlich ein kapitalgedecktes Rentensystem besser als ein Umlagesystem. Ein Umlagesystem, so wie wir es haben, bei dem jeweils die arbeitende Generation die Rente der vorherigen Generation bezahlt und damit eine Anwartschaft auf die Rente der Rentenzahlung durch die nächste Generation erwirbt, sogenannter Generationenvertrag, unterstellt nämlich verschiedene Dinge. Erstens, dass der Generationenvertrag mal abgeschlossen worden ist von erwachsenen Menschen, die das auch freiwillig unterschrieben haben, wie das bei einem normalen Vertrag irgendwie der Fall sein sollte. Aber da dieser Vertrag von niemandem unterschrieben worden ist, ist es auch kein solcher. Das heißt also, im Grunde genommen ist der Generationenvertrag schon eine Falschbenennung, wenn man so will, ein Etikettenschwindel. Das Zweite ist, dass dieser sogenannte Generationenvertrag ja darauf beruht, dass eine nächste Generation, die der Vorgängergeneration die Rente bezahlt, überhaupt da ist. Ja, dafür, dass die da ist, müssen die Leute aber Kinder kriegen. Das heißt, Kinder kriegen ist ein wesentliches Teilelement der Pflichten, die sich aus dem sogenannten Generationenvertrag ergeben. Da die nicht mehr erfüllt werden, diese Pflichten, weil jeder glaubt, dass andere Leute Kinder seine Rente bezahlen werden, ist natürlich das Umlageverfahren mathematisch nichts anderes als ein Kettenbrief, bei dem der Letzte die rote Laterne trägt. Und der Letzte, das wird unsere Generation sein schon. Also spätestens eure, aber meine wahrscheinlich auch schon. Das heißt also, dieses System, ein Kettenbrief, kommt immer zum Zusammenbruch, so wie der Madoff-Kettenbrief zum Zusammenbruch gekommen ist. Ein Pyramidenschema, ein Ponzi-Schema, das mathematisch in der Katastrophe enden muss. Insofern ist natürlich der Grundgedanke, kapitalgedeckt auf Kapitaldeckung umzusteigen, richtig. Aber erstens sind natürlich 200 Milliarden Euro Kapitaldeckung ein Witz im Vergleich zu den Summen, die da umgewälzt werden. Ja. Und zweitens ist es natürlich so, dass wenn der Staat die Kapitaldeckung macht, also der Staat jetzt hergeht und dann einen Aktienfonds auflegt, dann passieren gleich mehrere Dinge. Das erste wird sein, dass irgendeiner schreit, wir müssen nachhaltig investieren. Also wir müssen grün und wir müssen öko und wir müssen den ganzen ökosozialistischen Kram finanzieren. Das heißt, wir investieren dann nicht in die Dinge, die Rendite bringen, die wertstabil sind und die nachhaltig die Kapitaldecke stärken, sondern wir investieren in die ideologischen Lieblingsdinge von Leuten wie Habeck oder Baerbock, ja, wo ich schon weiß, was rauskommt. Eine Kette von Fehlinvestitionen wird es geben, bei denen dieses Geld verbrannt werden wird. Ja, es wird also gar keine richtige Kapitaldecke gebildet, sondern es wird ideologisch und damit falsch investiert und damit wird das Geld verbrannt. Und das Zweite ist, man wird, wenn man da investiert, die Stimmrechte, die dann an den Staat fallen, das ist ja quasi auch eine Teilverstaatlichung von Aktiengesellschaften, weil der Staat jetzt zum großen Aktionär wird, die wird man missbrauchen, um die rot-grün-ökosozialistische Agenda in den Unternehmen durchzusetzen, Frauenquoten durchzusetzen, Wokismus durchzusetzen, Genderkram durchzusetzen, Gendersprache durchzusetzen, Investitionen in sogenannte nachhaltige Geschichten durchzusetzen. All das wird man machen und wird damit das
Thema noch mehr ad absurdum führen, aber man wird auch in all den Unternehmen, wo man investiert, durch die Einmischung, die absehbar ist, großen wirtschaftlichen Schaden anrichten und damit das Land ökonomisch weiter schwächen. Das sind die zwei Dinge, die zu erwarten sind von diesem Programm. Und wer das richtig machen will, wer eine kapitalgedeckte Rentenversicherung haben will, der sollte auf Aktien und andere Assets umsteigen, aber er sollte es privatisieren. Und deswegen habe ich ja in meinem neuen Buch Die Stunde Null den Gegenvorschlag gemacht. Wie geht das? Das geht dadurch, dass der Staat alles privatisiert, was er hat. Da würde er nicht 200 Milliarden einnehmen, sondern eher 2.000 bis 3.000 Milliarden. Das wäre dann mal schon eine andere Hausnummer. Das kann dann entsprechend investiert und privatisiert werden und davon wird dann eine kapitalgedeckte Rente ausgezahlt und der Generationenvertrag kann dann quasi beendet werden. So, und das muss aber dann privatisiert werden, es muss privat verwaltet werden, damit nicht irgendwelche Politiker da wieder ihr neues Spielzeug haben. Wie das endet, das haben wir schon bei anderen Themen gesehen. Und wenn man es dann richtig macht, dann hat der Staat nicht nur seine 2.000, 3.000 Euro da in die umgedeckt, also in die kapitalgedeckte Rente investiert, sondern man hat ihm auch alle Assets abgenommen, die er bisher so schlecht verwaltet und die keine Rendite abwerfen. Deswegen ist es so, dass Privatisierung ja immer dazu führt, dass die Wirtschaft einen Wachstumsschub nimmt. Warum ist es so? Weil alle Dinge, die dem Staat gehören, schlecht verwaltet werden. Die werfen keine Rendite ab. Wenn sie privatisiert werden, werden sie gut verwaltet, dann werfen sie Rendite ab und es führt zu Wirtschaftswachstum und Wohlstand. So einfach ist das. So sehe ich es auch, ja. Problem ist nur, es gab ja jetzt schon Gegenwind dazu. Also man hat jetzt schon gehört von einigen Mitgliedern des Bundestags, dass man das prinzipiell schlecht findet, weil man ja in Risiko investiert. Ja klar, jede Aktie hat ja Risiko, es ist logisch, ja. Dass man sowas ja nicht möchte, weil es tatsächlich ja wieder einen kapitalistischen Hintergedanken hat. Ja, wenn ich sowas schon höre, dann weiß man doch eigentlich, dass das Ganze eh schon zum Scheitern verurteilt wird. Ich wage es oder so zu bezweifeln, dass das Ganze dann so in der Form durchgeht. Ja. Also es ist natürlich so, dass jedes System tatsächlich mit Risiken verbunden ist. Auch Aktieninvestments sind mit Risiken verbunden. Dieses Risiko ist aber durch Diversifikation in der Anlage leicht herauszubekommen. Man würde im Grunde genommen, wenn man eine echte kapitalgedeckte Rentenversicherung in privater Hand hätte, dann würde man im Grunde genommen dem Drittelprinzip folgen. Ja, das Drittelprinzip sagt, man investiert ein Drittel in Aktien, ein Drittel in Immobilien und ein Drittel in Gold. Und alle drei Assets haben sich im Lauf der letzten 50 bis 100 Jahre gut entwickelt und sind in der Lage, ordentliche Renditen zu erwirtschaften, wenn man es gut diversifiziert und verteilt. Also das Thema Risiko kriegt man in den Griff, aber natürlich nicht, wenn man einen Politiker dran lässt, der von Risikomanagement sowieso keine Ahnung hat. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass das allergrößte Risiko, was wir haben und auch das allergrößte Risiko für den sozialen Frieden in diesem Land, der Kollaps der Rentenversicherung ist. Wenn die Rentenversicherung kollabiert, und das wird sie aus mathematischen Gründen, denn dieses Ding ist als Kettenbrief eben konstruiert und jeder Kettenbrief kollabiert irgendwann, ja, das ist das größte Risiko überhaupt, was wir in diesem Land haben. Denn wenn das passiert, dann ist der soziale Frieden dahin, weil dann eine ganze Generation von Rentnern in der Altersarmut endet. Mhm. Und das wird schiefgehen. Naja, hoffen wir das Beste. Zumindest passiert mal irgendetwas. So kann man es ja mal, glaube ich, stehen lassen. Ja. Das nächste Thema, und zwar, das ist jetzt tatsächlich eigentlich wirklich, also ich glaube, schlimmer kann es nicht kommen. Ja, und zwar die New York Times, die warnt jetzt tatsächlich vor Fasers Kampf gegen rechts. Und zwar sagen sie, und ich zitiere jetzt hier letztendlich die New York Times, die Bemühungen, den Aufstieg der AfD einzudämmen, werden nun auf nationaler Ebene intensiviert. Doch die Bemühungen können unabsichtlich dazu führen, dass die demokratischen Funktionen in Deutschland geschwächt werden. Und speziell im Fokus der New York Times war ja nämlich Fasers 13-Punkte-Plan. Wir erinnern uns, ungefähr vor 4 Wochen, gegen den Rechtsextremismus. Ja. Und es geht ja letztendlich hier darum, um einen Plan, ja, der tatsächlich systematisch versucht zu diffamieren. Und zwar ohne auch vernünftig einzugrenzen. Und jetzt ist eine New York Times, das ist ein Medium aus dem Ausland, ein sehr mächtiges Medium, kritisiert das Ganze schon. Also ich finde, schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Langsam müsste sie doch verstehen, dass das, was sie da macht, einfach nicht in dieser Form richtig ist. Ja, die versteht das schon ganz genau, dass das nicht richtig ist. Aber das ist ihr egal. Denn das Ziel ist natürlich überhaupt nicht ein Kampf gegen rechts, weil es gibt gar keine Gefahr von rechts für die Demokratie in diesem Land. Es gibt eine Gefahr für die Demokratie und für den Rechtsstaat und für unsere grundgesetzliche, freiheitlich-demokratische Grundordnung von Leuten wie Frau Faeser.
Ja, und das erkennen wir aber nicht nur daran, dass jetzt schon langsam selbst die Mainstream-Presse im Ausland aufwacht, da gehört ja die New York Times dazu, sondern wer zuhören will, der kann ja auch hier im Land schon zuhören. Beispielsweise dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, der ja schon festgestellt hat, dass der Plan und der Gesetzentwurf, den Frau Faeser vorgelegt hat, ganz eindeutig evident verfassungswidrig ist. Trotzdem verfolgt sie diesen evident verfassungswidrigen Plan weiter, was im Prinzip bedeutet, dass sie selbst evident verfassungsfeindlich handelt, also evident ein Verfassungsfeind ist, und damit ist sie linksradikal. Und der Zweck dieses Plans ist nicht, die Demokratie zu verteidigen, sondern sie zu untergraben. Das ist der Zweck. Und sie weiß es auch ganz genau, die Frau Faeser. Da beißt die Maus kein Faden ab, wie es so schön heißt. Ja? Also sie weiß ganz genau, dass sie hier ein demokratiefeindliches, freiheitsfeindliches, rechtsstaatsfeindliches Konstrukt verfolgt. Und das Rechtsstaatsverständnis von Frau Faeser, das hat sie ja schon früher des Öfteren offenbart. Ich nenne mal nur ein Beispiel. Die Beweislastumkehr. Wenn also jemand einen Beamten denunziert, der unbequem ist und sie den dann entlassen möchte, dann muss der Beamte beweisen, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht wahr sind. Das heißt also, der Rechtsstaat, bei dem man unschuldig ist bis zum Beweis des Gegenteils, wird auf den Kopf gestellt. Ja. Ein Rechtsstaatsprinzip, das seit Tausenden von Jahren, seit dem römischen Recht, grundsätzlich gilt, nämlich dass der Angeklagte, ja, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, das ist sogar im Lateinischen ein Grundsatz damals schon gewesen, dass der auf den Kopf gestellt wird, indem die Denunzianten und die Verleumder per se erstmal Recht bekommen, ja, und dann der Angeschuldigte, der normalerweise auch gar nicht damit rechnet, dass er irgendwie beschuldigt wird, weil er sich ja gar nichts hat zu Schulden kommen lassen und der ja nicht den ganzen Tag nur Beweise zusammenträgt für seine vorgebliche Treue zu dem Verfassungsverständnis von Frau Faeser, nicht unserer Verfassung, sondern zum Verfassungsverständnis von Frau Faeser, der dann praktisch vollkommen überrascht und überrumpelt ist, der soll dann in Pervertierung des Rechtsstaatsgedankens erstmal beweisen, dass er unschuldig ist. Das sind stalinistische Methoden. Das sind Schauprozessmethoden, Schlimm, die man da anstrebt. Und dieses ganze Konstrukt, was Frau Faeser jetzt da auf den Weg gebracht hat, atmet diesen Geist der Rechtsstaatsfeindlichkeit und damit der Verfassungsfeindlichkeit. Und deswegen geht die Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung von solchen Leuten aus. Die Täter sitzen nicht irgendwo in den Büros von AfD oder in irgendwelchen Parteibüros da draußen oder auf irgendwelchen Demonstrationen. Sie sitzen in diesem Land hinter den Schreibtischen der Macht. Genau dort. Leider. Leider. Ja, und mittlerweile realisieren es immer mehr Leute, und zwar auch die Zuschauer unserer Videos, weil ich möchte es mal kurz anmerken. Wir haben 98,9% Zustimmung unserer Videos. Und die Videos haben eine Reichweite von teilweise mehreren Millionen Impressions. Und auch diese Leute können auf Like klicken. Und wenn die Leute wirklich das glauben würden und wir diejenigen wären, die falsch liegen, dann kann ich einfach nicht glauben, dass der Zuwachs an Views allgemein in alternativen Medien enorm ist. Ja, und deswegen muss man einfach darauf hinweisen, dass hier in diesem Land irgendwas falsch läuft. Ja, es geht nicht um Verteidigung der Demokratie, es geht um die Unterdrückung der Opposition in ganz klassischer stalinistischer Manier. Ja, leider. Da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Thema, und zwar, du siehst schon, die Sachen eskalieren immer mehr. Also seitdem wir uns unterhalten, es wird immer schlimmer, und die Medien, die drucken es jetzt auch ab. Ja, und das nächste Thema, also ich kann mir nicht vorstellen, es kann noch schlimmer kommen. Aber ja, es ist so gekommen. Und zwar bei Hart aber fair, ja, hat Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU, hat nämlich wirklich gesagt, er kann 500 Migranten integrieren, aber 8000 sind da. Er kommt einfach nicht mehr hinterher. Und das ist jetzt schon in einer Show von tatsächlich Mainstream-Medien, dem für Hart aber fair passiert. Es muss doch mittlerweile wirklich, wenn so jemand das sagt, ein Innenminister aus Sachsen, dann auf einer CDU, ja, also jetzt nicht AfD, ne? Oder ich sag's mal noch krasser. Es ist jemand, der in der Mitte der Gesellschaft ist. So. Er positioniert sich zumindest so. Und er sagt wirklich mit letzter Seele, ich schaff's nicht mehr. Was soll denn noch alles passieren, dass man endlich mal einen Schlussstrich zieht? Also ich glaube, dass die CDU oder Teile der CDU mittlerweile die Zeichen der Zeit erkannt haben, aber eigentlich nicht wirklich ausscheren können.
solche Statements sind in aller Regel Alibi-Statements nach der Devise, ich habe es auch mal gesagt. Mhm. Wenn es der CDU ernst wäre mit einem Kurswechsel und mit einer Korrektur dieser falschen, von Frau Merkel eingeleiteten und von der CDU zu verantworteten Politik, dann hätten sie schon längst richtig kehrt machen können. Das tun sie aber nicht, sondern da wird einmal in irgendeiner obskuren Show, und Hart aber fair ist auch nur noch eine kleine obskure Show, schaut eigentlich fast bald keiner mehr diese Shows an, ja, da ein Satz abgelassen, der als Exkulpation, als Entschuldigung in die Landschaft gestellt wird, nach der Devise, ja, wir verstehen ja eure Sorgen und Nöte, das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Diese Leute verstehen überhaupt nicht die Sorgen und Nöte des kleinen Mannes da draußen, ja, derjenigen, die das Ganze ausbaden müssen, was die da oben ausgebrütet haben. Und ich denke mal, das sehen auch die Leute so. Und in den Sachsen ist es natürlich zudem so, dass die Sachsen sind ein sehr renitentes Völkchen, schon immer gewesen. Das geht schon zurück bis zur Sachsenkampagne Karls des Großen vor 1200 Jahren. Dann muss man da sehen, dass natürlich ein sächsischer Minister nicht will, dass die AfD mal die absolute Mehrheit kriegt, was nämlich durchaus denkbar ist in Sachsen, ja, wenn die so weitermachen. Und da erklärt sich dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen Alibi-Ding, aber mehr ist da nicht. Und diese Leute haben nicht verstanden, dass sie gegen das Volk Politik machen. Mhm. Ja, sie machen gegen das Volk Politik. Und solange sie gegen das Volk Politik machen, werden ihnen die Fälle weiter davonschwimmen. Ja? Wer will, dass die Leute nicht mehr AfD wählen, ja, der muss Politik machen, die das Volk will. Sonst wird das Volk irgendwann mal sagen, dann wählen wir halt die, die das tun, was wir wollen, und nicht mehr die, die das Gegenteil von dem tun, was wir wollen. Ja, also ich persönlich sehe es ja so, ich meine, wir erinnern uns daran, vor anderthalb oder zwei Jahren, wenn sowas in den Medien, sag ich mal, Platz gefunden hätte, ja, das war noch undenkbar. Ja. Das heißt, ich finde schon, dass man etwas weiter ist heutzutage, dass Medien auch kritisch Sachen wieder abdrucken oder zumindest dort platzieren, okay, wo man jetzt weniger Reichweite hat. Aber ich bin der Meinung, vor anderthalb Jahren war so eine Aussage im TV von einem Politiker der Mitte eigentlich gar nicht möglich. Ja. Dann haben wir noch was sehr Interessantes. Ich habe das gestern Abend recherchiert und es ist tatsächlich so, es gibt ja jetzt neue Essensrichtlinien, ja, und die Essensrichtlinien, die gefährden tatsächlich Millionen Deutsche. Das ist ganz klar, weil wir haben jetzt gesehen, dass die Deutsche Gesellschaft der Ernährung, einer der einflussreichsten in Deutschland, empfiehlt, dass jeder Bürger nur noch 300 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche essen soll. Bislang waren es 600 Gramm, aber zum Beispiel täglich, um das Ganze auszugleichen, 25 Gramm Nüsse, 300 Gramm Getreide am Tag pro Woche, mindestens 525 Gramm Hülsenfrüchte und, jetzt kommt's, nur ein Ei pro Woche essen soll. Dass das gesundheitsgefährdend ist, steht außer Frage, wirklich außer Frage. Wie kann man sowas eigentlich machen? Also will man jetzt alles auf vegan und vegetarisch umzwingen? Ja gut, das ist natürlich die auch hier wieder die ökosozialistische links-grün-vegane Agenda, ja. Und wobei, ich mache mir da nicht allzu viel Sorgen, weil wer ist schon die DGE? Hier steht einflussreiche Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Ich kannte die noch nicht mal bisher, ja. Also du nicht, ja. Ja, ich nicht. Und ich glaube auch Millionen andere kennen die nicht. Und die meisten Menschen werden sich einen Dreck drum scheren, was die schreiben. Hoffentlich. Also das ist mal das eine, ja. Insofern, die sollen mal im Keller weiter laut Krawall machen, das, wo sie keiner hört. Also da bin ich entspannt. Aber es zeigt natürlich, dass hier eine Agenda auch politisch verfolgt wird, die letzten Endes den Ökosozialismus vorantreibt, die aber auch ein Vorgriff ist auf die Kriegsmangelwirtschaft, auf die man uns einstimmen möchte. Ja, die Mangelwirtschaft, mit der da sehen wir dann alle aus, bald wie Nordkoreaner, wenn man diese Leute machen lässt. Mhm. Ja, also dass die Leute drauf hören, glaube ich nicht, aber dass man hier propagandistisch diese Mangelwirtschaft vorbereitet und die Leute darauf einstimmt, dass sie bald nichts mehr zu fressen haben, im wahrsten Sinn des Wortes, das ist, glaube ich, schon sichtbar in Handlungen wie diesen. Leider, ja. Haben wir ja auch letzte Woche, glaube ich, gesehen. Da wurde ja eine Evakuierungsübung für den Bundestag durchgeführt. Ja, wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ich denke, wir wissen alle, auf was man uns einstimmen möchte. Als nächstes haben wir unseren guten Herr Habeck. Der ist ja bei uns mittlerweile regelmäßig zu Gast in dieser Show zwangsweise. Der hat tatsächlich gesagt, ja, der Staat macht keine Fehler. Er macht einfach keine Fehler.
Für mich persönlich, ich bin Teil des Mittelstandes. Also für mich ist es wirklich eine absolute Frechheit, mal sowas zu sagen. Ja, jeder macht Fehler. Der Staat macht Fehler. Ich mache Fehler in meinem Unternehmen. Ich mache Fehler privat. Jeder macht Fehler. Aber der Staat, der ist unfehlbar. Das ist so. Der Staat macht keine Fehler. Wer sowas sagt, der sagt es natürlich, also im Fall von Habeck sagt das nicht wider Besserungswissen, der glaubt das tatsächlich. Ja. Man kann eigentlich die, wie soll ich sagen, die beschränkte intellektuelle Kapazität, die aus diesem Satz spricht, die kann man gar nicht groß genug einschätzen. Ja. Das Interessante ist ja seine Begründung, die er dann noch nachgeschoben hat, dass der Staat keine Fehler macht und wie wichtig doch der Staat und die Bürokratie sei, weil ja sonst, wenn wir zum Bäcker gehen oder ins Restaurant gehen, wir alle ständig an Lebensmittelvergiftung leiden würden, wenn der Staat nicht dafür sorgen würde, dass der Bäcker und der Kneipier und der Gastronom uns nicht vergiften, ja? Und dass wir also nicht ständig alle mit Durchfall durch die Gegend laufen, deswegen, weil der Staat dafür sorgt. Also ob der Gastronom nicht ein Eigeninteresse daran hätte, dafür zu sorgen, dass seine Gäste wiederkommen und sich nicht bei ihm vergiften, ja? Also es ist, der Mann ist, wie soll ich das sagen? So unfassbar weit von jeder Realität entfernt in seinem Kinderbuchautoren-Schneckenhäuschen mittlerweile, ja, und ist auch so von seiner Mission, uns alle von oben herab beglücken zu müssen mit seiner Arroganz der Macht, überzeugt, dass der gar nicht mehr merkt, was er für einen Unsinn redet, ja, Unfassbar. dass man steht davor und ist fassungslos. Ja, aber vielleicht gibt es ja auch den heimlichen Wettbewerb zwischen ihm und Frau Baerbock, wer etwas sagt, was die Leute am meisten zum Lachen oder zum Stutzen oder zum Entsetzen bringt. Ich weiß es nicht, ja. Man muss ja mittlerweile, also das weiß ja mittlerweile auch jeder, sobald Habeck oder Habeck ganz besonders irgendwo auftaucht, wo klar denkende Menschen sind, wird er vertrieben. Ja, nicht, dass ich es das befürworte. Ich befürworte natürlich keine Gewalt und auch keine Würfe mit Obst, Bananen oder irgendwelchen Sachen. Aber die Stimmung ist klar. Man mag ihn einfach nicht mehr und er akzeptiert es nicht. Und das ist für mich das Schlimmste, dass man nicht akzeptiert, wenn man selbst einen Fehler macht. Wenn ich einen Fehler mache mit meinem Unternehmen und ich merke, es funktioniert nicht, dann muss ich den Fehler mir eingestehen. Genauso wie wenn Kunden zu mir sagen, du machst deinen Job nicht richtig, dann muss ich diesen Fehler mir eingestehen. So, und ich persönlich habe schon einige Fehler in meinem Leben gemacht, mit Sicherheit, auch in meinem Unternehmen. Aber Vergebung erfährt man nur dann, wenn man sich diesen Fehler eingesteht. Sonst funktioniert es nicht. Und für mich ist es wirklich egoistisch, pur, wirklich egoistisch, und er beleidigt damit den gesamten Mittelstand und das auch noch live und das auch noch mit Aussagen, die auf Video aufgenommen wurden. Unfassbar. Ja. Gehen wir direkt weiter. Und zwar, wir haben ja einen FDP-Aussteiger, den guten Herrn Zastrow, und er hat tatsächlich jetzt gesagt in einem alternativen Medium, nämlich bei News, ich bin heimatvertrieben. Das hat Christian Lindner geschafft. Wir haben nicht den Mut, das zu tun, was Lindner einst gesagt hat, besser nicht regieren als falsch regieren. Meine Meinung ist, die FDP sollte raus aus dieser Koalition, wenn sie überhaupt noch irgendwelche Prozente bekommen wird. Wenn sie das nicht macht, bin ich der Meinung, ist es wahrscheinlich so, dass sie mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht mal mehr 2% bekommt. Die wird gänzlich von der Bildfläche verschwinden. Und wenn sie noch ein Stück Rückgrat hätten, dann würden sie jetzt den Ausstieg machen. Aber wir wissen beide, Markus, du und ich, dass da natürlich auch Geld dran hängt. Natürlich. Das wird nicht passieren, was der Herr Zastrow sich da wünscht. Es ist einfach völlig klar, dass die FDP nicht das Schlimmste verhindert, sondern für das Schlimmste der Steigbügelhalter in dieser Republik geworden ist. Nämlich für eine Politik, die das Land zerstört. Wer jetzt noch nicht gemerkt hat, dass diese ökosozialistische Politik das Land deindustrialisiert, die Menschen verarmt und die Lebensgrundlagen der Bürger zerstört, dem ist nicht zu helfen. Trotzdem zieht die FDP unter Führung von Herrn Lindner nicht die Konsequenzen. Warum? Weil Herrn Lindner seine Ministerpension und die Höhe seiner Ministerpension bei weitem wichtiger ist als das Land und als die Partei, die er führt. Da die Prioritäten so sind, wie sie sind, ja, und er auch wohl dringend auf das Geld angewiesen sein muss, anders kann man sich's ja nicht erklären, wird der das durchziehen bis zum Ende der Legislaturperiode. Und dann kann er sich vielleicht noch einbilden oder einreden oder in seiner Fantasie vorstellen, dass die FDP noch mal über 5% kommt. Das wird nicht passieren, da fließt eher Wasser bergauf.
Das ist vorbei, ganz sicher. Aber man muss sich ja nur mal den Lebensstil von Herrn Lindner angucken. Natürlich, er hat sich auch hochgearbeitet, will ich gar nicht außer Frage stellen. Aber wenn man so einen Lebensstil finanzieren möchte, dann glaube ich, dass das schon sehr wehtun würde, wenn er da sein Gehalt da verlieren würde. Aber gut. Wir haben ja noch einen Spitzenkandidat heute für unsere Show. Und zwar die gute Frau Paus und ihr Ministerium unterstützen mit 2 Millionen Euro Steuergeld die sogenannte, also ich nenne es jetzt mal das Demokratieförderprogramm. Ja, und das Demokratieförderprogramm, was macht das Ganze? Das sehen wir jetzt ja auch auf den Straßen. Es schmückt zum Beispiel die Straßen mit wunderbarem Ramadan-Beleuchtung. Als Gegenargument habe ich hierzu aber kürzlich einen Post gesehen von einem einflussreichen Influencer. Er sagte, wenn er nach Istanbul geht, dann findet er da ja zum Beispiel auch den Weihnachtsbaum in manchen Malls und ganzen Geschichten. Und das ist überhaupt gar nicht in Kontext zu setzen. Der Skandal für mich ist, dass 2 Millionen Euro in das Förderprogramm Demokratie Leben eingehen. Und was macht das denn? Dieses Demokratieförderprogramm oder ja, Demokratie Leben, das fördert nämlich nicht die Demokratie, sondern es fördert, und das ist ganz klar ersichtlich, jeder, der sich das Blatt anschaut, ich werde es hier auch gerne mal einblenden, das fördert meiner Meinung nach die Islamisierung, ganz klar. Diese Ramadan-Beleuchtung, die haben wir ja zum Beispiel in Frankfurt in der Freskas. Ja. Ich habe noch nicht mal was dagegen, wenn jetzt zum Beispiel die Händler in der Freskas sagen würden, wir möchten das. Wenn also die Händler sich zusammentun und das aufhängen, so wie das bei der Weihnachtsbeleuchtung übrigens auch der Fall ist, die bezahlt nicht die Stadt, sondern die bezahlen die Händler. Ja, also im Weihnachtsgeschäft, dann tun sich die Händler zusammen in den Städten und machen Weihnachtsbeleuchtung, damit es schön heimelig ist und damit die Leute mehr einkaufen. Das ist eine Werbemaßnahme. Und wenn jetzt die Händler der Meinung wären, wir wollen das auch am Ramadan machen, weil wir denken, dass es viele muslimische Kunden anlockt, die dann bei uns einkaufen, dann habe ich da noch nicht mal was dagegen. Hier geht es aber um Steuergeld. Hier geht es darum, dass uns unser lieber Staat mal wieder erziehen will zu einer Form von Toleranz, zu der wir nicht erzogen werden müssen, weil dieses Land ist schon tolerant gegenüber allen verschiedenen Formen von Religion und so weiter. Was wir hier natürlich nicht wollen, sind radikale Formen dieser Religion. Ja, und das ist auch unser gutes Recht, es nicht zu wollen. Und wenn dann im Sinne von Demokratie fördern, also das ist die gleiche Attitüde wie bei Frau Faeser mit ihrem Demokratiefördergesetz, das ist der Ausfluss der gleichen Kampagne und Propagandawelt. Wenn dann auf der einen Seite jeder, der seine Heimat liebt, verleumdet und verfolgt wird, und auf der anderen Seite jeder, der, ich sag mal, sich von ihr abgrenzen möchte, gefördert und in den Himmel gelobt wird, und das mit Steuergeld, dann ist eben etwas verrutscht. Und auch das nehmen die Bürger langsam übel. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, hier Millionen für so einen Unsinn auszugeben. Ja, wenn Händler das wollen, ist das ihr Geld, dann ist es eine private Angelegenheit, dann gilt der Markt. Ja, und dann wird sich zeigen, ob die Leute das wollen oder nicht wollen und ob sie dann einkaufen oder nicht einkaufen. Der Staat hat sich aus der Sache rauszuhalten. Ja, warum mischt er sich schon wieder in was ein, was ihn nichts angeht? Normalerweise muss man ja auch sagen, das Programm hat ja eigentlich einen sinnhaften Zweck. Ne? Wenn man sich da mal durcharbeitet, eigentlich ist es schon eine gute Sache, ganz klar. Man möchte nämlich Extremismus sozusagen verhindern dadurch. Ja? Aber was passiert, ist genau das Gegenteil. Und das ist eine Sache, die mich persönlich einfach verärgert. Und man kann auch nicht sagen, dass das keine Absicht ist, ja, weil es ist mittlerweile offensichtlich, dass sowas Absicht ist. Und wenn man nur 5 Minuten seiner Zeit am Tag dafür aufwendet zu recherchieren, dann wird man ganz klar herausfinden, was hier läuft, ja. Ja, und man bekämpft den Extremismus ja nicht dadurch, dass man ihn verharmlost. So sieht's aus. Nächstes Thema, und zwar für die Immobilieninteressierten auf meinem Kanal. Ich glaube, ihr habt das wahrscheinlich alle schon gelesen. Am Dienstag hat das EU-Parlament die Gebäuderichtlinie verabschiedet. Unsere nette Bauministerin, die Frau Gewitz von der SPD, ja, sie muss nämlich nun für Deutschland ein nationales Programm finden, was nicht die Leute verärgert. Ja, und sie betonte, man habe Zwangssanierungen, ja, abgewendet. Und das bedeutet, dass die Gebäuderichtlinie für viele Hausbesitzer, leider Gottes, in Zukunft nicht ganz so heftig wird, wie man es eigentlich erwartet hat. Aber wenn man mal genau nachliest, was jetzt hier passiert, es soll nämlich nicht nur betont werden, dass es schlecht ist, wenn man eine Ölheizung oder eine Gasheizung im Keller hat. Das reicht nicht aus. Man möchte nämlich hergehen, dass man Solaranlagen zur Pflicht macht. Und das Wichtigste, fossile Heizungen sollen ab 2040 in ganz Europa verboten werden. Und jetzt muss man sich mal festhalten, weil
Wir haben es ja jetzt schon so. Wenn man nach Frankreich geht und das baugleiche Haus hinstellt, das wir hier in Stuttgart stehen haben, dann bekommen wir auf dem Energieausweis mit den gleichen Energiewerten, mit dem gleichen Sanierungsstandard, nehmen wir mal an, B bis C. Aktuell bekommen wir schon mit den aktuellen Faktoren, aktuellen Richtlinien, vielleicht D. Vielleicht D plus oder E. Wenn das kommt, dann wird man einen Unterschied haben zwischen Realität und, ich nenne es mal so, Beeinflussung durch Irre, so muss man es einfach sagen, von F bis G. Und das wird noch mehr Käufer abschrecken, etwas zu kaufen, weil sie schlicht und weg ausgeliefert sind. Und das Bundesbauministerium hat auch noch die Frechheit, das kann man letztendlich hier auch ein, auf Twitter einen Post zu verfassen, dass das ganze Jahr wunderbar wäre und es wäre das Ergebnis für alles. Meiner Meinung nach, es bedeutet noch mehr Zwang, noch mehr Zwangssanierung und noch mehr Angst. Da bin ich entspannt. Und zwar, weil dieser ganze Müll, der da aus Brüssel kommt, bis 2040 lange abgeschafft sein wird. Hoffentlich. Also ich glaube nicht, dass 2040 die EU noch existiert. Noch viel weniger glaube ich, dass die Gesetze, die sie gemacht haben, dann noch existieren. Und zwar einfach deswegen, weil bis dahin sind es noch 16 Jahre. Und in diesen 16 Jahren, lange, lange, lange vor 2040, auch lange vor 2030, wird das ökonomische Desaster der ökosozialistischen Politik so gewaltig sein, dass die Leute auf die Barrikaden gehen. Die werden die Regierungen abwählen, die werden protestieren, die werden demonstrieren, die Bauern tun es ja heute schon. Das ist erst der Anfang. Da kommt noch viel mehr. Die Leute werden ihrer Unzufriedenheit mit rechtsstaatlich-demokratischen Mitteln so lange und so heftig Ausdruck verleihen, bis die Täter dieser schlechten Politik aus ihren Ämtern vertrieben sind. Und deswegen wird das alles gar nicht kommen. Lass die Papier bedrucken, lass die da Abstimmungen machen, lass die da Gesetze machen, was da 2040 sein wird. Meine Wette ist, bis dahin werden wir lange schon in Deutschland eine Regierung haben, die diesen ganzen Müll mit Anlauf über Bord geworfen haben wird. Hoffen wir es, hoffen wir es. Ich werde mich hierzu auch nächste Woche mit dem Professor Dr. Fahrenhold austauschen, ein Experte gerade für solche Themen, da dürft ihr auch schon mal gespannt sein. Wir haben noch zwei Sachen vor uns, und zwar das Thema vor dem eigentlich interessantesten Thema, was in den Medien jetzt wochenlang letztendlich vorgeherrscht hat. Wir haben nochmal Herr Habeck, Markus, es tut mir leid, aber ich muss ihn nochmal hier in diese Show lassen, weil das kann ich einfach nicht ignorieren und es ist auch nicht mehr witzig niederzulegen. Er hat wirklich Steuergelder, ja, für die grüne Transformation unter der sogenannten Werbekampagne Grüne Transformation verschwendet. Und zwar seit 2022, das ist nicht lange her, 64,3 Millionen. Hier unten habe ich es eingeblendet. Man sieht hier den Habeck schön stehen vor einem netten, netten, teuren Fernseher, der dann wunderbar propagiert. Liebe Duschfans, ein Energiespar, Duschkopf spart 30% Energie, Warmwasser. So, für solche Kampagnen haben die 64,3 Millionen Euro in seit Anfang 22 rausgehauen. Unfassbar. Also einfach unfassbar. Nur für Kampagnen. Da ist nichts anderes dabei. Nur die Kampagnen. Ja, es spielt ja auch gar keine Rolle für diese Leute, dass dieses Geld mal verdient worden ist. Ja? 64,3 Millionen. Da reden wir über größenordnungsmäßig, wenn wir das mal so, dividieren wir das mal durch 1000, dann sind wir bei 64.000, ja. Und wenn wir das jetzt dann noch durch 50 dividieren, also da müssen 1.000 bis 2.000 Haushalte ein Jahr für arbeiten, um das zu erwirtschaften, ja. Mhm. Und das ist aber einem Herrn Habeck vollkommen egal, dass Menschen dafür arbeiten müssen. Ja, das ist dem vollkommen wurscht, weil seine Meinung ist ja, die Menschen zahlen es ja nicht, der Staat zahlt es ja. Der Staat. Das hat er ja wirklich schon öfters gesagt, auch dieses Sprüchlein, nicht nur, dass der Staat sich nie irrt und keine Fehler macht, sondern auch der Staat bezahlt. Ja, die Wahrheit ist, der Staat bezahlt gar nichts. Jeden Euro, den der Staat ausgibt, muss er vorher dem Bürger wegnehmen. Ja, manche bezeichnen dieses Wegnehmen als Diebstahl. Mittlerweile hat es auch den Charakter von Diebstahl in dem Umfang, den es mittlerweile angenommen hat. Leider. Und das ist diesem Mann vollkommen wurscht. Der weiß nämlich nicht, so wie er gepampert wird mit unseren Steuergeldern, dass Blut, Schweiß und Tränen, buchstäblich Blut, Schweiß und Tränen fließen müssen, um dieses Geld zu erwirtschaften. Friedrich der Große hat mal gesagt, der Staat muss sparsam mit dem Geld seiner Bürger umgehen, denn dieses Geld ist mit dem Blut und dem Schweiß seiner Bürger bezahlt.
Ja, das hat Friedrich der Große gesagt. Aber jemand mit dem Ausmaß an historischer Bildung vom Herrn Habeck, da muss man wahrscheinlich lange danach fragen, bis der das auch nur mal googeln kann, um das zu finden. Ja, und er tritt die Bürger mit Füßen, weil er auch noch sagt, wir können alle unseren Beitrag leisten. Das ist unfassbar gut. Haken wir es ab. Wir haben noch ein Thema, darüber müssen wir einfach reden. Es war in allerlei Munde. Und zwar, die Union scheitert erneut mit dem Taurus-Antrag. Man muss sich ja vorstellen, man wollte Taurus wirklich beschließen, man wollte es unbedingt so haben, aber es ist zum zweiten Mal gescheitert. Ja, also man muss, glaube ich, an der Stelle ja mal eins sagen. Es ist, auch wenn ich jetzt nun wirklich kein Fan von Herrn Scholz bin, aber in dieser einen Frage scheint er das Risiko, das darin liegt, zumindest mal rudimentär verstanden zu haben und stemmt sich dem entgegen. Und wenn man bedenkt, dass ein Krieg, der auf deutschem Boden ausgetragen werden könnte und der die Folge einer Taurus-Lieferung durchaus auch sein könnte, denn wenn der Kreml mit einer Taurus-Rakete getroffen wird, dann ist es eine Frage von Minuten, bis der Bundestag oder das Kanzleramt mit irgendeiner Hyperschallrakete aus dem Osten getroffen wird. Ja, das kann passieren. Das ist eine realistische Möglichkeit. Keine Sicherheit, aber eine realistische Möglichkeit, ein realistisches Risiko. Wenn also wir uns vorstellen, welche Konsequenzen ein Krieg haben könnte, vor dem offensichtlich Herr Merz und der Großteil der Union keine Angst zu haben scheint. Herr Merz hat ja sogar gesagt, er habe keine Angst vor einem Atomkrieg. Hat er wörtlich gesagt. Vielleicht hat er damit gemeint, er hat keine Angst davor, dass einer passieren könnte. So hat er es aber nicht formuliert, sondern er hat keine Angst vor einem Atomkrieg mit Russland. Ja, wer sowas sagt, der darf eigentlich unter gar keinen Umständen an die Regierung kommen. Das heißt, die Opposition, die wir im Lande haben, die macht eine Politik oder die fordert eine Politik, die noch schlimmer ist als das, was die Ampel fordert. Das muss man sich mal geben. Ja, und die dann im Zweifel mit den Grünen, den größten Kriegshetzern im Lande, koalieren will. Ja, denn die Grünen sind in erster Linie diejenigen, die also von Herrn Hofreiter bis zu Frau Göring-Eckardt, die ihren ersten Teilnahmen an der Stelle wahrscheinlich aus, wie soll ich sagen, seltsamen Traditionen folgen mag, ja, die also eine Kriegshetze betreiben und uns allen einreden, jeder, der dagegen ist, sei ein Putin-Troll und ein Russen-Troll und ich weiß nicht was alles, statt endlich der Diplomatie eine Chance zu geben, ja, wird das Kriegsgeheul immer nur lauter und die Opposition heult noch lauter als die Regierung. Das ist eigentlich aus Bürgersicht, wenn man dieses Land in irgendeiner Weise erhalten wissen will und dieses Land liebt, eine Diagnose, die zum Fürchten einlädt. Und deswegen gibt's auch keine Wende mit der CDU als Oppositionspartei. Die CDU ist nichts anderes als ein Teil der Blockparteien, der es in diesem einen Punkt, nämlich dem Kriegsthema, noch schlimmer treibt als die Ampel. Ja. Wenngleich sie es bei den anderen Themen wie ökosozialistische Deindustrialisierung nicht ganz so schlimm treibt wie die Ampel. Und jetzt neuerdings ja Herr Merz anfängt, Herrn Hayek zu zitieren. Da kann ich nur sagen, der soll's bloß lassen. Ja, Herr Hayek war einer der Begründer des Libertarismus und der libertären Schule, der Schule der österreichischen Nationalökonomie, mit der die CDU ja nun wirklich überhaupt nichts am Hut hat, noch nie gehabt hat. Ja, nämlich wenn es nach Hayek ginge, dann würde das passieren, was ich fordere. Und das war ja noch nicht mal in der abgespaltenen Werteunion durchsetzbar, viel weniger noch in der CDU. Also bevor Herr Merz Herrn Hayek zitiert, soll er ihn erst mal lesen und verstehen und dann können wir noch mal drüber reden. Aber was dieses Thema angeht, die Union hat sich mit diesem Taurus-Antrag im Grunde genommen auf die ganz falsche Seite der Geschichte gestellt. Ja, und der Witz war ja auch noch, fast gleichzeitig mit dieser Ablehnung hat man ja die Evakuierung geprobt. Ja, mag man vielleicht vermuten, dass da die ein oder andere Angst einhergeht, berechtigt. Markus, am Ende unserer Show haben wir beide ja noch eine kleine Ankündigung zu machen. Möchtest du übernehmen? Ja, gerne. Es wird in Kürze einen neuen Kanal geben auf YouTube. Der wird heißen Krall und Bubeck. Und dieser Kanal wird sich mit politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen Fragen intensiv auseinandersetzen. Und wir werden dort noch ein bisschen mehr, sozusagen, argumentatives Feuer freigeben, als wir es jetzt ohnehin schon tun.
Und wir hoffen, dass wir möglichst viele Menschen erreichen können in diesem Land, um einen kleinen Teilbeitrag zu leisten zu einer geistig-moralisch-ethischen und wertebezogenen Wende hin zur Vernunft, hin zum gesunden Menschenverstand, hin zu den Werten und Idealen, die unser Land erfolgreich und wohlhabend gemacht haben. Und ich lade alle ein, sobald dieser Kanal online ist, uns dort zu folgen und freue mich auf diese neue Möglichkeit, libertäre, freiheitliche, demokratische, rechtsstaatliche Gedanken und das Volk zu bringen. Ja, da freuen wir uns auch drauf, Markus. Ich freue mich natürlich sehr, das mit dir zusammen zu machen. Ich werde hier oben den Link auch einblenden zu dem Kanal, wo ihr ihn sehr gerne abonnieren könnt. Es wird da 2 Shows pro Woche geben. Wir werden die noch genau definieren. Ihr könnt euch drauf freuen. Und ich bedanke mich bei dir, Markus, und bedanke mich vor allem bei allen Zuschauern und Zuhörern für dieses super coole Feedback. Ich freue mich drauf auf die neue Show und bis bald. Bis dahin.